Hallo zusammen, ich bin Roland Vogt. Ich spreche gern mit interessanten Menschen über interessante Themen. Heute soll es darum gehen, mit welchen Coins man am besten im Kryptomarkt investiert. Dazu freue ich mich, heute Sina Meyer von 21 Shares bei uns im Studio zu haben. Hallo Sina. Hallo Roland, danke für die Einladung. Sina, du arbeitest jetzt seit rund 30 Jahren in der Finanzindustrie. Vor 3 Jahren hast du in die Kryptobranche gewechselt. Da ging es lange Zeit nur nach oben. Die Branche war absolut erfolgsverwöhnt. Jetzt kam letztes Jahr der große Rückschlag. Wie fühlt es sich an? Ja, es ist eben zum Sagen vielleicht, als ich angefangen habe, waren die Preise auch nicht viel höher, sogar noch tiefer im 2020, als es heute der Fall ist. Und von dem her, es ist ja, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, hat man ja diese Wellen gesehen, das Auf und Ab. Das ist eigentlich jetzt das, glaube ich, 4. oder 5. Mal, dass bereits nach einem eher Hype, wenn ich das sagen darf, wieder ein bisschen zurückgeht. Das ist für mich ein bisschen ein Déjà-vu. Klar, seit ich jetzt da dabei bin, ist es das erste Mal für mich, ja, dass eigentlich groß rauf ging und dann wieder runter. Aber ich denke, das ist ganz normal bei einer Innovationsbranche, wenn ich das so sagen absolut, darf. Absolut, glaube ich auch. Jetzt, du bist Managing Director und Schweiz-Chefin von 21 Shares. Vielleicht kannst du mir da etwas weiterhelfen. Die meisten Kryptounternehmen haben in ihrem Namen irgendwo Coin oder Bit oder irgend so etwas. Jetzt 21 Shares, das klingt überhaupt nicht nach Krypto, das klingt eher nach Aktien. Weshalb habt ihr diesen Namen gewählt? Es ist lustig, dass du das sagst, weil viele Leute überlegen Sie das gar nicht so. Für uns in der Kryptobranche hat es sehr wohl eine Connection mit Krypto. Und zwar, überlegen Sie sich mal, wie viele Bitcoins produziert werden. Das sind ja 21 Millionen bis im Jahr circa 2140. Also von daher der Name 21. Aha. Und dann hast du recht natürlich mit den Shares. Wir wollten etwas, das jeder sagen kann in jeder Sprache, mhm, und auch, dass man das gut aussprechen kann. Und haben dann gedacht, 21 Shares, das hört ein bisschen spritzig, das passt zu uns und es passt auch vor allem zu unserer Branche. Merkt man, wie du gesagt hast, ist etwas vom Finanzwesen, passt perfekt zu uns. Weil wir sind ja, wie gesagt, wir sind eigentlich die Brücke zwischen dem traditionellen Banking und dem neuen Finanzsystem. So sehen wir uns als 21 Shares. Fürs Vorgespräch zu diesem Video war ich bei euch zu Besuch und du hast mir da erzählt, dass ihr auch einen Research habt. Was machen die Leute da? Tüfteln die sich neue Namen und neue Coins aus oder was tun die da? Sehr gute Frage. Das sagst du ganz richtig. Wir haben ein Research-Team von etwa 8 Leuten bei uns bei 21.co oder 21 Shares. Ich erkläre das vielleicht dann nachher noch ein bisschen, die Unterschiede oder der Zusammenhang. Und diese 8 Leute sind ziemlich gut ausgenutzt, wenn ich so sagen darf, weil die unterstützen natürlich uns intern mit News und mit allem, was abgeht in der Krypto- und Technologiewelt. Ja. Aber natürlich ganz klar auch unsere Investoren oder die zukünftige Investoren. Wir arbeiten übrigens auch ganz eng zusammen mit einigen Newspapers oder gewisse Info-News, das rausgeht, sagt es bei CNBC oder bei Wall Street Journal und so weiter, wirklich renommierte Namen. Und die treten da manchmal auch auf und erzählen oder beschreiben, was wirklich in der Szene abgeht. Wir sind auch sehr, sehr stark involviert bei Universitäten oder bei allgemeinen Research-Themen, also wie gesagt, das Thema Research. Und die bringen da zum Teil gewisse, ich habe es ein bisschen mitgebracht, das ist die kleine Version. Wir bringen auch Magazines raus, die die Leute wirklich weltweit lesen in etwa 4 bis 5 Sprachen. Mhm. Und wenn man das denkt, was die alles produzieren und wie weit die da fortgeschritten sind bei uns bei 21 Shares oder 21 Co., ist wirklich wahnsinnig. Mhm. Gut, das sind so die Infos zum Markt insgesamt. Das Timing, haben wir ja gesehen, ist schon auch wichtig, wenn man die Ware da kauft, damit man dann auch von Kurssteigerungen profitieren kann. Ja, es ist nicht nur, wenn du jetzt sagst, eigentlich über die Kurse oder so. Das ist zum Beispiel der Outlook von 2023, kann ich übrigens sehr empfehlen, kann man runterladen auf 21.com. Aber das ist zum Beispiel jetzt etwas von dem Finanzsystem extrem wichtig, weil das ist, wie
wie valuiert man das Ganze? Wie sind diese Valuationsmodelle vom Kryptobereich? Wir haben aber auch andere, die beschreiben, was ist Bitcoin, was ist Ethereum, wie das Neueste, was wir rausgebracht haben, gerade vor etwa 2-3 Wochen jetzt, ist die Klassifizierung von den verschiedenen Krypto-Coins. Es ist nicht jede Kryptowährung, wie das die Leute vielmals nennen, eine Währung, sondern wir haben da wirklich ganz klare Klassifizierung gemacht. Und das, da arbeiten wir stark zusammen, auch mit anderen starken Players, wie zum Beispiel CoinGecko. Und das wird weltweit wirklich, dass ich sage, sind wir die Vorreiter für das? Darf ich wirklich ganz, bin ich sehr stolz auf das? Darf ich das wirklich so sagen? Kommen wir zu den aktuellen Themen. Vor 2 Jahren konnte man, wenn der Bitcoin ein neues Hoch gemacht hatte, das überall hören und sehen. Heute kommen die Berichte in den Medien fast nur von der negativen Seite. Jüngstes Beispiel, die Träume, wir blenden vielleicht die Meldung kurz ein, vom letzten Wochenende, wo die Zentralafrikanische Republik offenbar wegen Bitcoin in Schwierigkeiten zu kommen droht. Sag mal, was ist da los, Sina? Waren da die Berater dieser Regierung, es gibt ja auch in Mittelamerika solche Experimente, waren die etwa zu blauäugig oder was läuft da schief? Also was ich vielleicht im Allgemeinen sagen kann, ist, Bitcoin allgemein ist ja dezentral und jedermann kann es kaufen oder transferieren, oder? Und was braucht es für das? Da braucht es Internet und vielleicht ein Handy und so weiter. Und für das ist es natürlich super. Wir schauen immer nur bei uns in der Schweiz. Ja, wir haben starken Schweizer Franken und jeder hat noch ein Konto dazu, weil irgendwo muss ja der Lohn hingehen und allgemein diese Transferierungen. Das sieht natürlich nicht bei jedem Land genau gleich aus. Du hast es richtig gesagt. In Afrika oder vielleicht auch in Südamerika und sicher auch anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Und für das würde ich jetzt mal allgemein sagen, sind die Kryptos oder Bitcoin in diesem Fall vielleicht nicht die schlechteste Meldung. Aber es ist ganz klar, was du gesagt hast. Es wird vorher alles gehypt, alles positiv, muss man dabei sein. FOMO, oder? Fear of missing out. Ja, okay, und jetzt ging alles runter. Und jetzt sagt man wieder, ich habe es ja gesagt, ist gar nichts, oder? Ja, wir sprechen da wieder in einigen Jahren vielleicht drüber oder vielleicht sogar Monaten. Dann sehen wir dann, wo wir sind, oder im Moment. Ja, es war ja auch interessant, in derselben Meldung dann irgendwo weiter unten ganz am Schluss war zu lesen, dass die Schwierigkeiten mit dem Internet haben. Also natürlich, wenn du Probleme mit dem Internet hast, funktioniert auch der Bitcoin dann nicht. Dann ist aber auch andere Sachen, die nicht funktionieren. Ja, nicht nur die Bitcoin-Themen, oder? Ja, ja. Vielleicht noch ein anderes Thema. Ich wurde kürzlich von einem Kunden meinerseits angesprochen, dass er lieber in Ethereum investiert und nicht in Bitcoin, weil die Blockchain bei Ethereum einen Mehrwert gegenüber der von Bitcoin generiere. Jetzt verstehe ich schon einige technische Sachen dahinter, aber ich kann das dennoch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe es am Anfang doch kurz angesprochen, Roland. Habe ich ja gesagt, wir haben diese Klassifizierung gemacht, allgemein von den Kryptos. Es gibt übrigens über 20.000 Kryptowährungen, wenn ich das so sagen darf. Das ist ja wahnsinnig. Ich könnte eigentlich theoretisch ein Sina-Coin oder ein Roland-Coin machen, oder? Aber Fakt ist eigentlich, diese Bitcoin ist, wie ich gesagt habe, schon eigentlich mehr so ein bisschen Store of Value, digitales Gold oder digitale Commodities oder allgemein, es gibt sogar ein Buch, das heißt The Internet of Money, das auch ein bisschen beschreibt, kann ich sehr gut empfehlen übrigens. Und Ethereum ist eine, eine Smart Contract Plattform. Das ist ganz was anderes. Die haben eigentlich direkt miteinander nichts zu tun. Also du sagst, funktioniert hinten dran auch mit Blockchain, aber beide sind Protokolle, ja. Beides natürlich Blockchain-Basis, ist ganz klar, aber der Anwendungspunkt von den beiden kann sich zum Teil überschneiden, nicht, dass man die miteinander sprechen können, ist wie eine andere Sprache, wie so ein bisschen das einem Kind erklären würde, aber die Use Cases von den beiden sind ganz anders, weil eben Ethereum ist eine Plattform für digitale Applikationen. Kann man sich vielleicht vorstellen wie ein App Store vom Handy, oder? Und kann man Verschiedenes runterladen und aufbauen auf Ethereum. Und was auch noch ein guter Punkt, dass du mich gefragt hast, was auch noch sehr verwirrend ist für die Zuschauer. Die Plattform ist Ethereum. Ja. Und das Geld auf der Plattform, muss man sich vorstellen, wie ein Land. Das Land ist Ethereum. Und mit was bezahlt wird in diesem Land, ist Ether. Ether. Ja, das wird immer ein bisschen verwechselt und ein bisschen Schwierigkeiten zum
analysieren. Also man könnte zum Beispiel auch auf der Blockchain von Ethereum könnte man auch eine Liegenschaftenverwaltung oder sonst was zum Beispiel aufbauen. Nicht gerade in diesem Sinn, aber das ist ein guter Punkt, was du sagst mit Liegenschaften. Ich hatte vor einigen Monaten hat meine Arbeitskollegin eine neue Wohnung gesucht. Und dann kann sie da online schauen für die Bonitätsprüfung und hat dann gesehen, Ethereum-Zeichen. Hat sie gesagt, was ist jetzt los, ich arbeite zu viel. Und hat dann dort angerufen und gefragt, hey, was ist dieses Ethereum-Zeichen auf eurer Plattform? Weil sie muss ja online was ausfüllen. Dann haben die erklärt, nein, wir haben unsere Dokumente für die Bonitätsprüfung sind gespeichert auf der Blockchain. Und da hat sie oben so wie ein kleines Icon gehabt, das man anklicken kann. Und wenn da etwas verändert würde, zum Beispiel eine Fälschung, das geht's ja, oder die Fälschungen vermeiden, dann würde dieser Schlüssel nicht mehr gehen. Also eben, du siehst, es kann auch angewendet werden, bereits in ganz normalen Fällen, eben zum Beispiel Fälschungssicherheit oder irgendwie, ja, es gibt viele Bereiche. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt also, wer in Ether investiert, investiert nicht in Ethereum, in die Blockchain dahinter, sondern das ist eigentlich die Anwendung. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also eben, wie gesagt, Ethereum ist das Protokoll, ist die Plattform und Ether ist eigentlich die Währung, die benutzt wird, der Token. Ja. Das wäre der korrekte Term, der benutzt wird auf der Plattform Ethereum, genau. Aber wenn jetzt wir zur Frage zurückkommen, was ist klüger, wo zu investieren, geht es eigentlich darum, was du willst? Kommt darauf an, es gibt keine Klüger oder so. Es gibt Leute, die sagen, für mich ist nur Bitcoin. That's the only one und das ist der größte und es gibt nur das. Da gibt es aber auch solche, die ich kenne, sagen, Bitcoin, gar nichts, es ist viel zu langsam, viel zu, nicht das, was man eigentlich wünscht in der heutigen Zeit. Unökologisch und so, ja, genau. Aber es sind beide sicher, sag jetzt mal so, ganz unterschiedliche Anwendungspunkte und beide können für die einzelnen Leute gut oder nicht gut sein. Ich kann das nicht beurteilen, also ich kann nicht sagen, das ist gut und das ist nicht gut, das kommt darauf an, oder? Gut, also können wir mal so festhalten, sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Muss man wissen, ob man quasi in die Entwicklung eines Protokolls investieren will oder in Ether in dem Sinn, das auf einem solchen Protokoll basiert. Ether eben benutzt du automatisch, wenn du auf Ethereum drauf bist, zahlst du mit Ether eigentlich. Aber es ist nicht, dass man auch investiert in das, sondern es ist wirklich eigentlich wie so die Währung in einem Land drin, oder? Alles klar jetzt, ja. Ist ein bisschen komplex, ich verstehe ja, das ist komplex, ja, aber ja, jetzt klar. Ist es klar. Immer wieder wird darüber spekuliert, man kann es da und dort nachlesen, dass die Notenbanken zu einem Verbot schreiten werden von Bitcoin, Ether und so weiter, weil die halt letztlich deren Geldschöpfungsmonopol unterlaufen. Jetzt mich selber würde das ja nicht erstaunen, wenn so etwas käme, so ein Verbot. Aber bisher ist noch nichts geschehen. Wie kannst du dir das erklären? Ich denke, sagen wir immer bei 21 Shares, ich denke, die Regulationen sind hier wichtig, natürlich. Dass man das reguliert, besser reguliert zumindest mit dem Kryptobereich. Aber ganz ehrlich gesagt, ich denke, es wird diese Kryptos geben und es wird auch diese staatlichen Central Bank Digital Currencies geben. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, aber du denkst nicht, dass wenn die ihre CDBCs, also ihre digitalen Dollars, Euros und Franken dann irgendwo einführen, das wird da kommen, das ist absolut klar, dass die dann darüber schreiten werden, dazu schreiten werden, Bitcoin zu verbieten. Wie willst du Bitcoin verbieten? Du brauchst zwei Computer eigentlich, dann wird das Ganze fortgesetzt. Und übrigens, Bitcoin braucht nicht irgendwie die USA oder die Schweiz und so weiter. Es wird fortlaufen, auch ohne diese, die dir das ausschließen werden. Ja. Aber der wichtige Punkt ist vielleicht nochmals, um auf das zurückzukommen, die Central Bank Digital Currencies sind zentralisiert, das ist eigentlich wie das heutige Banksystem ein bisschen, und die Kryptos sind halt dezentralisiert. Das heißt, im konkreten Fall, würdest du irgendetwas anstellen oder so, könnte man im Prinzip, man könnte nicht alles immer tracken übrigens mit den CBDCs, und man kann natürlich auch ganz klar dann, wenn du heute Morgen, ich sage ein blödes Beispiel, auf die Straße gelaufen bist bei Rotlicht,
dann sagt man, okay, jetzt mit dem darfst du nicht mehr dort und dort einkaufen oder so. Chinesisches Verhältnis eigentlich. Es ist ein blödes System, also ein blödes Beispiel, das ich jetzt da nenne, aber könnte theoretisch eigentlich der Fall sein, dass man alles nachher kontrolliert, oder? Hm. Und es wird ja alles vom Staat dann geregelt. Und das ist bei Kryptos natürlich nicht der Fall, eben nicht. Ripple, Stellar, Cardano, Sina, es gibt eine Unmenge an Krypto-Coins. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die alle überleben, dass es die in 2 oder 3 Jahren noch gibt. Das ist ganz klar. Es werden nicht alle überleben, natürlich. Sehe ich persönlich auch so. Wir bei 21 Shares wissen das natürlich auch. Aber ich denke jetzt mal, bei der Innovation sind wir ganz am Anfang jetzt allgemein. Und das ist wirklich ein langer Prozess. Ich denke, einige werden bleiben und andere werden dazukommen. Das ist einfach so, oder? Wie machst denn du das? In welchen Coin investierst du persönlich? Persönlich bin ich natürlich extrem investiert. Ich glaube an diese Branche, sonst würde ich gar nicht da drin sein. Ich kann nur verkaufen, blöd gesagt, was ich ja selber denke und selber gut finde. Ich selber bitte keinen Financial Advice jetzt. Ich habe in Bitcoin, Ethereum und ich habe auch ein Crypto Basket genommen. Weil bei uns bei 21 Shares haben wir über 40 Produkten bei über 5 Currencies. Und ich denke, da hat man genug Auswahl. Da kann man Single-Trackers haben, da kann man aber auch verschiedene Baskets haben. Das sind die ETPs, ja? Diese ETPs, das ist ein Exchange-Traded Product, wo man wie eine Easy-Nummer hat, die kann man dann kaufen und verkaufen, jederzeit wie eine Aktie. Ja. Kommen wir auf den Namen 21 Shares. Ja. Und da genau im Portfolio drin hat, im bestehenden Portfolio. Egal, wo du das Konto dann hast, du musst nicht dein Geld transferieren. Habt ihr denn da auch Produkte, die aktiv gemanagt sind oder ist es einfach passiv angebunden? Also bei unseren ETPs ist jetzt alles passiv gemanagt. Ja. Wir haben zum Beispiel bei den Baskets haben wir ein Rebalancing drin, das entweder monthly, also monatlich oder auch quarterly, quartalsmäßig ist. Kann man ein bisschen auf den Termsheets schauen. Und das ist alles, wie gesagt, physisch, 100% physisch hinterlegt. Das kaufen wir wirklich, also die Market Makers, muss ich sagen, physisch ein und sind dann alles passiv gemanagt. Wer kauft eigentlich die ETPs überhaupt? Sind das eher Privatkunden oder institutionelle? Also unsere Produkte bei 21 Shares können alle kaufen. Das können Privatpersonen sein. Das sind aber auch übrigens viele Privatbanken, die das einkaufen für ihre Kunden. Aha. Oder sogar Retailbanken, wie zum Beispiel Raiffeisen, Postfinanz, was auch immer alles. Das sind aber auch Asset Managers oder zum Beispiel Vermögensverwalter, die das kaufen für ihre Kunden. Also theoretisch könnten das alle kaufen, sogar Pensionskassen. Jetzt, wenn ich eine Cryptocurrency kaufe, dann brauche ich ja ein Wallet. Also ein Wallet, vielleicht die, die es nicht wissen. Also wenn du jetzt Gold kaufst, dann brauchst du einen Tresor, um das Zeug irgendwo zu verwahren. Das bietet eine oder die andere Bank dann an. Und dasselbe ist eigentlich bei den digitalen Currencies, ist das Wallet. Und jetzt muss das Wallet irgendwo sein. Das bieten auch einige Banken an. Ja. Wo ist da der Vorteil, wenn ich jetzt bei 21 Shares ein Produkt kaufe und nicht irgendwo selber irgendwo ein Wallet habe? Wie läuft das? Also als erstes muss ich vielleicht sagen, wir haben absolut gar nichts über, wenn jemand direkt investieren will in diese Wallets, oder? Weil man muss einfach alles selber machen. Aber unsere Kunden, vielmals, haben natürlich auch größere Beträge mit uns. Wir haben jetzt unterdessen wieder etwa 1,3 Milliarden Asset Under Management bei uns. Wenn da jemand ein bisschen einen größeren Betrag hat oder vielleicht auch nicht so tech-affin ist, muss man auch noch wissen, mit dem umzugehen. Wo eben, wie du es vorher gut gesagt hast, wie verwahre ich das? Was muss ich alles wissen, dass ich das überhaupt kaufen kann? Wie sind dort die Updates und so weiter? Und bei uns, auf die Frage zurückzukommen, wird eigentlich alles wie ein normaler ETF geregelt. Da heißt, wir haben Market Makers, wir haben dieser ETP, der beim Konto drin ist von der bestehenden Bank und die Verwahrung ist dann wieder mit professionellen Anbietern. Wie zum Beispiel bei uns ist es jetzt Coinbase Trust, Copper, Bitcoin Swiss, je nachdem pro Produkt und die machen das bei Ihnen dort, das ist Cold Storage, sagt man dem.
Es ist weg vom Internet genommen, das heißt, es kann keine Hacks mehr geben. Hm. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt so ein Produkt von euch kaufe, dann muss ich mich nicht irgendwie um etwas Spezielles kümmern. Genau. Das kann ich einfach in die bestehenden Strukturen reinlegen, genau. Und funktioniert. Es ist einfach, es ist sicher, ja. Und es ist reguliert. Ja, ganz das einfach. Ist ein und das ist für Argument. Jedermann natürlich der Fall, also gut, ja. Gut anzuwenden. Darum haben wir auch relativ viele Fans, sage ich jetzt mal, ja. Die wirklich diese Produktlösungen lieben und sagen, das ist eine gute Sache. Jetzt hat das ganze Jahr noch 9,5 Monate. Was bringt dir 2023 noch alles raus? Das darf ich natürlich nicht so alles gerade veröffentlichen. Aber was wir schon rausgebracht haben dieses Jahr, was wirklich auch eine Weltneuheit wieder mal ist, ist das Staking ETP. Ja. Stake ist der Ticker von dem. Wir bringen andauernd gewisse Produkte raus. Wir schauen wirklich immer, was geht im Markt ab und was ist wieder von der Krypto her wieder in Top 50 oder Top 10. Weil weißt du, wir können nicht einfach alles emittieren, was wir wollen. Wir haben auch gewisse Regulationen, die wir einhalten müssen, sei es denn zum Beispiel über die Börsen, weil wir arbeiten ja mit den zentralisierten Börsen wie SIX, Deutsche Börse etc. zusammen und die sagen uns auch, was wir emittieren dürfen und was nicht. Aber wir sind wirklich immer, wie gesagt, am Anfang habe ich es erwähnt, mit dem Research-Team am Schauen, was ist der neue Trend, wo wollen wir dabei sein und wo wollen wir auch gar nicht dabei sein. Es gibt nämlich gewisse Kryptos, die wollen wir gar nicht emittieren, obwohl die eigentlich in den Top 10 drin wären. Da würde mich jetzt natürlich der Namen interessieren. Es gibt, ja, ich kann ja gleich zwei Namen sagen, zum Beispiel Shiba, also Ibu Shiba und auch Dogecoin. Ja. Das sind zwei Kryptos, die wir, das ist lustig, zum ein bisschen traden und vielleicht ein bisschen Gambling machen. Gibt es ganz viele Junge, die würden sagen, aber nein, sie ja, sind ja, super. Genau. Macht ihr nur, ich habe nichts da dagegen, aber bei unserer Firma sind wir wirklich höchst seriös und wir schauen wirklich dahinter, ist es ein Mehrwert oder nicht. Macht das überhaupt, löst das ein Problem oder nicht? Und wir sagen ganz klar, lustige Sache, aber nichts für uns, nichts für 21 Shares. Sina, jetzt interessiert mich noch deine persönliche Meinung zum Schluss. Ist Bitcoin in einem Jahr höher als heute? Ha, Kristallkugel, sag's mir. Was ich dir aber sagen kann vielleicht ist, wir haben bei uns eine Methode, also gesehen, das ist der Unrealized Net Profit or Loss, wo man sieht, ist man jetzt eher beim unteren oder beim oberen Ende vom ganzen Netzwerk. Das kann man sehen, wenn die Kryptos gekauft wurden. Und im Moment sind wir ganz klar nicht das erste Mal an einem unteren Teil. Wenn man unteren Teil war in der Vergangenheit, war das ganz klar ein Signal, dass es ein gutes Zeichen ist, dass der Markt wieder raufgeht. Also von dem her würde ich jetzt mal sagen, spekulieren, in einem Jahr sind wir wieder drüber, was es heute ist, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe keine Kristallkugel. Und übrigens ist ja gar nicht so wichtig, weil wir schauen ja langfristig und langfristig bin ich sehr positiv auf das Ganze. Also ich kann dir sagen, wir sind auch zuversichtlich für den Bitcoin. Wir schauen das ja eher von der technischen Seite an und wir gehen davon aus, dass sich der Bitcoin schon seit November in einer Bodenbildungsphase befindet. Die läuft vielleicht noch ein paar Monate, aber ja, um auch da noch eine Antwort darauf zu geben, in einem Jahr ist der Bitcoin spürbar höher. Das ist unsere Einschätzung. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben zu irgendwelchen Themen, die wir in diesem Video behandelt haben, dann schreiben Sie die unten in die Kommentarspalte rein. Sina und ich, wir werden regelmäßig danach schauen und die Fragen dann auch beantworten. Jetzt bleibt mich nichts anderes übrig, wie mich zu verabschieden von dir, Sina. Vielen Dank fürs Kommen. Danke auch vielmals für die Einladung. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.